Diesley. Ich weiß, was ihr denkt. Und ja, ihr habt recht. Diese riesigen, unglaublich mächtigen Zauberer werden uns töten. Ja, aber nur die, die keinen Namen haben. Das heißt, Akari, Uyakef, ihr werdet überleben. Und alle anderen, das bist du, Musketenschütze, genau du da hinten in den letzten Reihen. Du wirst wahrscheinlich nicht leben. Blut. Wir werden euch vernichten, Queroklax, verdammte Axt. Meine bisschen Knöpfe sind unterwegs, um euch richtig schön in die Wand zu beißen. Aber wir könnten auch einfach Frieden machen, denn das wäre okay. Ist diese KI denn völlig... Naja, lassen wir das. Wir kommen zum nächsten Part Nummer 4. Und leider geht es los. Wir verlieren unser erstes Asset. Unser eBay gekaufter Ball wird wohl leider nicht mehr lange leben. Und zwar genau so lange noch. Und das war's. Was haben wir sonst? Natürlich hier Stack-Spam, aber noch nichts. Okay, ich will irgendwas sagen, aber ja, noch nichts Überwältigendes. Wir haben hier drei Armeen, die sollten wir schon besiegen können, aber natürlich nicht ohne Verluste. Das heißt, wir müssen gut aufpassen. Die Meshara ist halt unser Problem. Da müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen. Und wir können unser T3-Buch auswählen. Naja, bleiben wir erstmal dabei. Ich hatte es überlegt, was anderes zu nehmen. Aber erstmal den Drachen, so wie wir es gesagt haben. Eigentlich bräuchten wir ein bisschen mehr Buffs, aber ja, vielleicht können wir die einigermaßen schnell produzieren. Dann geht das schon. Die jungen Drachen hier. Auf geht's. Und dann müssen wir schauen, wie wir die Situation hier regeln. Ich habe schon mal Siegel hier eingenommen. Das war jetzt kein besonderer Kampf. Muss ich trotzdem selber kämpfen tatsächlich. Weil die KI mich da irgendwie etwas veräppelt hat. Problem ist ja, wie komme ich jetzt hier rum? Ne? Jetzt muss ich hier einmal durchlaufen. Und dann schauen, dass ich hoffentlich schnell genug bin. Kommst du auch rein? Jawohl, okay. Lassen erstmal unseren Kleinen hier die ganze Geschichte übernehmen. Dass wir uns dann selber Richtung unserer Stadt bewegen, um die zu retten. So. Problem ist, der Feuerriese kann sich überhaupt nicht bewegen. Also die ist halt richtig langsam jetzt mit dem. Wenn man den Vergleich, wie weit die sich bewegen können. Das ist schon extrem nervig. Wir haben halt so viele T1-Einheiten, ne? Ey, das wird gefährlich werden. Ah, so sieht die nächste Runde aus. Die Belagerung hat sich so ein bisschen aufgesplittet. Der hat 3 Stacks da, 2 nochmal da. Oder, naja, 1 und ein bisschen. Problem ist halt, wir können jetzt keinen abfangen. Wir müssten hier hochkommen, aber dafür sind wir viel zu langsam. Also sie kann halt überhaupt nicht weit gehen. Ich denke mal, mit ihr werden wir einfach die Belagerung hier starten. Wir haben ja jetzt dieses super Projekt. Da darf man nicht vergessen, kostet 200 Mana, was wir halt unendlich haben. Das heißt, damit können wir natürlich die Belagerung sowas von crushen und auf eine Runde runtergehen. Das heißt, die Person muss reagieren, die Kröte, oder wird die Stadt verlieren. Damit auch die Armeen, die wir da haben. Nur es sind halt viele Armeen, die hat, ne? Es bleibt also abzuwarten, was wir da machen können. Ich versuche Nachschub natürlich zu pumpen. Ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Ich kann hier dann natürlich noch so einen Bandschluss-Schützen reinhauen. Hier kommt noch ein Bronze-Golem und ich beschwöre eine Phasenbestie. Sollte man auch unbedingt anfangen zu tun. Müssen wir schauen, wie sie reagiert. Ich denke mal, sie wird sich zurückziehen. Also anders kann es ja eigentlich nicht sein. Bitte muss sie ja zurückziehen. Okay, jetzt hast du auf einmal einen Phönix noch beschworen. Also sie zieht sich nicht zurück, sie hat jetzt daraus nochmal, ja, oh, okay, extrem starke Stacks gemacht. Was wir natürlich machen können, ist die Belagerung einfach vergessen, hat natürlich viel Gold gekostet. Und dann oben die Armee angreifen, das ging auch durchaus, ne, so ist es nicht. Wäre jetzt auch kein Problem, um es mal ehrlich zu sein. Ja, das wäre das Ergebnis, was wir im Kampf hätten. Besser kann ich es nicht machen, die T1-Einheiten werden leider auch, wenn sie Evolution besitzen, nicht mehr von Nutzen sein, immer mehr. Das ist ganz okay, der Schaden ist ganz okay verteilt. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt hier diese 9 T3-Einheiten und eine T4-Einheit antun. Wir können einfach das Ergebnis so übernehmen. Wir werden natürlich versuchen, dann hier die Stadt jetzt zu unseren Vasallen zu machen, damit die einfach eine Armee kostenlos spawnen. Wir müssen dann natürlich nächste Runde auch noch hier rüberlaufen. Wir können tatsächlich mit allen Armeen rüber. Damit würden wir natürlich die Stadt wieder verlieren. Also da bin ich mir relativ sicher, dass dann aus dem Schatten heraus nochmal irgendwas rausgespammt kommen wird. Da müssen wir dann halt mal schauen. Ah, ich habe mir erstmal für so ein Setup entschieden. Wir machen das folgendermaßen. Wir werden einfach gucken, dass wir ein bisschen regenerieren. Wenigstens lächerlich wenig, aber ein bisschen halt. Und ja, hoffentlich die Stadt halt mal. Wenn wir den zum Vasallen machen könnten, wäre natürlich optimal. Ich will die natürlich auch irgendwann mal behalten, das ist klar. Also integrieren. Aber wenn wir die erstmal als einfach so ein Puffer hätten, wäre ideal. Weil das hier können wir auch gleich noch besiegen. Und dann hoffe ich, dass wir hingehen können, töten und wieder zurückgehen können. Das wäre natürlich ideal. Jetzt kann ich hier nochmal gucken, ob wir noch was bauen. Bauen wir schon. Okay, hatten wir auch schon eins fertig. Und wir bauen auch jetzt die ersten Kanonen. Das ist schon mal sehr gut. Ah, dann warten wir ab, wie schlimm das Stack-Spam sein wird. Das ist jetzt die große Frage.
Und Trommelwirbel. Oh, erstmal werden wir wahrscheinlich wieder beleidigt, oder? Ah, jemand ist eingedrungen in unser Gebiet. Nee. Ah, okay, nichts. Sie ist tatsächlich weggeblieben. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, ob wir da hingehen können. Und wir haben eine super Phasenbestie beschwören. Das ist natürlich extrem wertvoll. Wir können auch direkt die nächste raushauen. Also, dass wir das Buch bekommen haben, war schon ziemlich cool. Also hat sich schon gelohnt, dafür unser armen Statist Nummer 26 aufzugeben. Und jetzt werden wir natürlich als Rival angesehen von ihr. Ist nicht schlimm, weil die müssen wir sowieso irgendwann angreifen. Denn die hat tatsächlich 3 Siege, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, nicht mehr. Hatte sie mal. Zum Glück nicht mehr. 2 wohl verloren. 1 hat sie noch. Wir haben auch 1. Ja, das andere, wie gesagt, wäre jetzt hier hinten. Und dann müssen wir eh Richtung hier gehen. Wird natürlich ein ziemlicher Marsch. Aber nicht viel dran zu tun. Sonst können wir jetzt auch wieder hier ein Belagerungsprojekt dazu nehmen und die werden günstiger, ist auch sehr mächtig. Überlegen, ob wir das machen oder plündern erstmal. Ja. Muss ich mal kalkulieren, wie das denn aussieht. Also ich kann mich bis hierhin bewegen. Müsste doch reichen, um da auch wieder zurückzukommen. Vielleicht nochmal irgendwie Straßen anlegen. Wir müssen natürlich erstmal in mein Gebiet, ja, in mein Gebiet eingehen. Ich werde das einmal nachgucken. Ja, also nach dem Brechen ging es, ich muss ein paar Straßen bauen. Aber das sollte kein Problem darstellen, dass wir die jetzt angreifen können. Müssten deutlich stärker sein. Das werden wir wahrscheinlich selber kämpfen müssen. Ich weiß aber nicht, ob ich das zeigen soll, aber eigentlich ist das nichts Schweres. Aber das ist halt eher unspektakulär. Es ist eher nur so, dass ich kämpfen muss, damit wir unsere Ressourcen sparen. Ne? Ja gut, ein Hatchling. Boah, könnte ich auch drauf pfeifen. Ne? Ach komm, pfeif mal drauf. Dann brauche ich meine Lebenszeit auch nicht zu verschwenden. Das ist kein Problem. Das ist für Ferroclax auch kein Ding. Denn solche niedrigen Wesen sind für ihn jetzt auch nicht so wichtig. Stellen wir sie wieder hier hin, weil sie muss mehr regenerieren. Ja, ihn würde ich auch gerne noch regenerieren lassen. Machen wir einfach hier, dass wir die beiden da hinstellen. Dass wir hier unten dann noch die Vasallenstadt bekommen. Wir haben jetzt die Belagerung aufgehoben. Perfekt. Das heißt, auch das sollte dann kein Problem darstellen. Wir können jetzt hier auch die Wyvernhorse bauen. Da kriegen wir pro Farm, bringt uns nichts. Aber 10 Wissen wäre ganz cool und wir können halt Wyvern produzieren. Sollten wir vor allem bei unserer Hauptstadt nachher machen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das, sollen wir das hier schon machen? Vielleicht wäre besser, hier erstmal ein Manufaktorium zu bauen wegen Geld. Ich habe ja momentan noch das Geld von den 2000, aber die werden natürlich auch mit und mit aufgebraucht. Da sollte man natürlich schauen, ob wir da möglichst effizient jetzt vorankommen, ne? Ja gut, dann... Eigentlich müsste ich das hier hinbauen. Na ja, komm, wir machen es hier hin. Muss das Runenschnitzlager, wie es heißt hier, genau. Muss halt erstmal darauf verzichtet werden. Dann haben wir noch ein bisschen Level-Ups. Können wir auch nochmal ganz kurz gucken. Wir sind natürlich weiterhin dabei, hier unten die Fähigkeit aufzusetzen, denn Ausdauertraining mit 10 HP ist halt so extrem gut. Hat unser Ferroclax leider noch immer nicht. Die anderen beiden haben es jetzt schon, aber ja noch nicht. Und wir haben eine Gefangene genommen. Ich glaube, wenn die Gefangene verkauft oder wieder zurückgibt, sage ich mal, kriegt ihr alle Gegenstände. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wir könnten das natürlich auch mal angehen. Wir haben ja auch noch die Leichen von irgendwelchen. Die sind aber jetzt, glaube ich, noch nicht so wichtig. Na gut, hier könnten wir tatsächlich was bekommen. Dann verkaufen wir einfach mal die Überreste und können unsere Helden nochmal ein bisschen upgraden. Was ja auch nicht so verkehrt sein kann. So, sie hat dann endlich Arm of the Grove, da haben wir blühendes Leben, 10 Trefferpunkte und mehr Blight Resistance, ganz gut. Hier können wir einmal heilen drumherum, was auch ziemlich stark ist. Wir haben noch das verfluchte Einhorn, das wollen wir gar nicht jetzt beachten, das ist von dem Quest, was wir, die Quest, die wir nicht kennen halt, ne? Und wir können hier dem Bojakev auch einen besseren Helm geben. Der Rest bleibt natürlich hier für unsere Gesamteinnahme. Seht, wir haben 32 momentan von den Drachenhorde, das ist schon ganz gut. Waffen haben wir auch tausende hier mittlerweile. Naja, nicht tausende, aber schon einige. Wir hätten auch hier noch einen ganz guten Dagger. Wir waren einfach zu schwach. Ich meine, Lifestealing ist cool, aber nicht so beeindruckend, als dass ich Fernkampf dafür aufgeben würde. So Leute, angetreten. Jetzt kommt zum entscheidenden Kampf. Diese verfluchten Froschmenschen haben nochmal 3 Stacks im Wear geholt. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Das sind fast nur T3 Einheiten. Das Autoresolve sagt, wir werden sterben. Sie haben Nymphen, die uns alle bekehren können, also haltet euren Kopf klar. Und schmeißt die Untoten am besten in mitten rein, da, damit das irgendwie funktioniert. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich diesen Kampf nachvertone, denn der ist wieder riesig und ich wollte nicht die ganze Folge wieder nur einen Kampf machen. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd, denn der Kampf hat schon ohne Zuschauer und ohne, dass ich dazwischen quatsche, so um die 10, 15 Minuten gedauert. Ich habe ihn jetzt nochmal ein bisschen beschleunigt. Ich hoffe, das passt so, damit wir auch noch ein bisschen was anderes in die Folge reinkriegen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass wir, nachdem wir diese 7 Stacks und noch was zerstört haben, nochmal 3 Stacks gerade kamen, als die Runde beendet wurde. Ich war jetzt natürlich ganz aufgeregt, oh, klappt das? Hab dann vergessen, den Startbildschirm anzuschauen. Autoresolve sagt, wir sterben. Und dementsprechend war ich natürlich auch absolut fokussiert. Und ja, wie sieht es im Kampf aus? Also ihr habt eben vielleicht ganz am Anfang gesehen,
dass ich oben so einen Musketenschützen abgestellt habe. Den versuche ich einfach, weil wir viel zu viele Musketenschützen haben. Da muss ich auch nachher unbedingt dran arbeiten. Habe ich den oben abgestellt als Bait, damit der Ritter oder die Wyvern, das ist nicht eine Armee voller Wyvern, 3 Stück glaube ich, ein Ritter, ganz viel von diesen Lichtungsläufern, wie sie heißen, dann Furie, also auch gute Fernkampfeinheiten, also eine recht gute Balance, 3 Support-Einheiten und 2 von den Support-Einheiten sind Nymphen. Und ihr seht da oben, der Frost Wyvern, der wurde dann schön abgelenkt, bezieht sich jetzt nur auf meine Musketenschützen, der ist natürlich tot, das ist klar, da sie müssen nicht denken, dass ich den irgendwie noch rette mit einem krassen Move und versuche alles in die Mitte zu ziehen. Ich habe noch keinen Untoten beschworen. Ich gucke, dass ich jetzt maximalen Schaden an diesen ganzen Fernkämpfern raushalte. Wenn die Fernkämpfer an uns rankommen, während uns die Nahkämpfer noch behaken, sind wir tot. Dann können wir nicht gewinnen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, erstmal alles zu konsolidieren. Ich habe dann versucht zu heilen mit der Heldin hier unten. Das ist Makari, müsste das sein, genau. Und dann versucht, okay, wie kriege ich das hin? Den Meteor musste ich reinschleudern, also Untote beschwören hat Ferroklax noch immer nicht. Die anderen haben es allerdings schon getan und die werden jetzt die Viecher einfach in den Nahkampf locken. Wir haben auch diese Level 1 Golems, die werden auch nach vorne geschickt. Und ja, und ihr seht, ich ziehe immer mehr nach unten, außer diesen einen Musketenschützen. Anders können wir hier nicht vorgehen. Ja, das ist noch immer eine sehr, sehr knappe Kiste. Mir fällt dann in diesem Kampf wieder auf, wie massiv schlecht eigentlich die Musketenschützen sind. Die haben natürlich einen super Soundpalette, die haben auch einen richtig schönen Wumms. Aber sobald die in so einer, zum Beispiel mit diesen Häusern vor solchen Karten kämpfen, haben die halt nicht mehr viel Schnitte. Ne? Das heißt, die sitzen sehr stark fest, sehr darauf abhängig, wie die Gegner auf einen zulaufen. Und ja, zum Glück machen das die Gegner ja noch in Age of Wonders 4, das ist schon ganz gut. Aber wenn nicht, hätte ich hier keine Chance. Darf auch niemals geändert werden, die KI, weil so viel Stacks, wie die durch Sheets bekommen, muss es natürlich auch so bleiben. Und dann seht ihr dann, es ist ein reines Min-Maxen, wo kann ich jetzt hin, wo gehe ich hin? Wenn ich das jetzt alles in der gleichen Geschwindigkeit vertont hätte, glaube ich, wäre das nicht ganz sinnvoll geworden. Jetzt ist eigentlich schon, muss man tatsächlich sagen, wenn ich jetzt gleich die, ich habe jetzt die Bindung drin, meine Musketen stehen okay, ihr seht hinten die ganze Backline, die stehen ganz in Ordnung und ich kann jetzt natürlich auch schon viele Fernkämpfer im Nahkampf binden. Ihr seht aber auch, wie die Musketenschützen dauerhaft daneben schießen. Aber eigentlich ist er jetzt, ja, der Kampf noch nicht ganz gewonnen. Es gibt noch einen Moment, der sich jetzt gleich noch ereignen wird und der über das entscheidende, über die Entscheidung der Schlacht entscheidet. Ja, scheiße. Egal. Auf jeden Fall ist es essentiell, dass die Nymphen, die 2 Stück, die da sind, nicht unsere dicken Einheiten bekehren. Da habe ich eigentlich schon Anfängerfehler gemacht. Ich hatte aber tatsächlich, kann ich ja schon mal spoilern, ein bisschen Glück. Denn die Phasenbestie da vorne, die kann auch beherrscht werden. Also ich unverschämt für, dass eine T3-Einheit eine T4-Einheit beherrschen kann. Aber gut, ist so. Wir müssen hoffen. Deswegen habe ich diese Shades, also die Untoten, die wir beschworen haben, die seht ihr da in der Mitte, die habe ich extra nach vorne geschickt, damit die hoffentlich von denen bekehrt werden. Damit es nicht die Phasenbeste ist. Weil wenn noch eine T4-Phasenbeste zu den Wyvern, die ja schon recht gut im Nahkampf raushauen, dem Ritter und den ganzen Fernkampfeinheiten noch dazukommt, dann ist Geschichte. Ich versuche auch den, seht ihr auch, den Riesen so zu positionieren, dass der nachher richtig schön ausholen kann. Natürlich wird er auch was abkriegen, aber ich versuche ihn möglichst erstmal den Kampf rauszuhalten. Und da seht ihr jetzt, die Nymphen versuchen uns zu bekehren. Haben einen Schatten, glaube ich, bekehren. Oder eine korrupte Seele, wie auch immer. Unser Musketenschütze wird gerade vom Ritter gekillt. Also genau das, was sein sollte. Und der andere korrupte Schatten, seht ihr in der Mitte, zog richtig schön Schaden. Der wurde nur abgelenkt. Das heißt, dann kann er von jeglichen Angriff geflankt werden. Ist okay. Und das heißt, jetzt ist eigentlich gewonnen. Also jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und das ist für jemanden, der es vielleicht nicht so ganz kennt. Jetzt bekommen wir nämlich in die Fernkämpfe hinein. Gerade mit der Phasenbestie, die essentiell ist dafür. Unser Musketenschütze können jetzt eigentlich immer irgendwas treffen. Also gut wie immer. Auch da, das stimmt nicht ganz. Wir haben tatsächlich auch viele Momente, wo die einfach noch immer nichts treffen. Aber sie können zumindest schon mal wesentlich besser treffen. Sie sind zumindest jetzt nützlich. Heroclax kann jetzt noch so eine zweite Welle, naja, nicht wirklich, also noch einen zusätzlichen Untoten beschwören. Diese zusätzliche Untote ist natürlich auch nochmal extrem wichtig, um Damage zu soaken, also Damage aufzunehmen. Unseren, ja, Schlängler, ich glaube, das ist sogar der letzte, den wir haben, nach den 2 Auto-Resolves. Und ja, der wird jetzt auch einfach geopfert. Ich schicke den nach vorne, damit die möglichst nicht auf Ferroklax gehen, damit der nicht schon wieder umkippt und damit unser Bronze-Golem vielleicht noch überlebt. Ja, müssen wir gucken, ob das klappt. Er hat ja einmal entschlüpfen, das macht den natürlich immer sehr wertvoll, so als, ja, ein bisschen Tank auch. Das heißt, die hauen dann auf ihn drauf, sag ich mal, eine Dreierattacke und 2 Treffen und dann stirbt er und die dritte ist dann verloren. Das heißt, damit kann man natürlich viel Damage oder Schaden halt ausweichen. Ansonsten seht ihr, die Backline schießt jetzt konstant. Suche jetzt mit Makari, das wird jetzt ein langer Moment, tatsächlich da um eine Einheit herumzugehen. Das kann ich aber einfach rausschneiden. Dafür ist es halt auch gut, das nachzuvertun, weil ich stand da wirklich eine Minute lang und habe überlegt, warum kann die sich nicht bewegen. Bin immer davon ausgegangen, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Sprint kann halt auch durch Einheiten sich durchbewegen. Also mit Sprint kann man sich durch Einheiten durchbewegen. Geht natürlich nicht.
Also ich habe erstmal eine halbe Minute gebraucht, um zu verstehen, was passiert hier gerade. Dann muss ich jetzt mit Makari überlegen, gehe ich dahin. Habe mich dann entschieden, tatsächlich den Nahkampf zu wagen, weil natürlich, wenn sie stirbt, wir können die erstmal nicht wieder beleben. Da müssen wir erstmal einiges für leisten. Das heißt, es ist natürlich essentiell, dass wir die auch noch irgendwie am Leben halten. Das ist ja so ein Fight-Quest, den man bei solchen riesigen Schlachten hat, dass die Helden überleben. Und wie gesagt, diesen Nachkampf wiederbeleben, ja nicht Fehler, aber anscheinend irgendwie diese Einstellung, die sehe ich nicht als, ich habe die leben lassen an. Da hätte ich die jetzt auch wirklich weggeschickt oder getötet. So haben wir sie aber noch retten können. Ihr seht, jetzt ist unser Schlängler gestorben, hat also seinen Zweck erfüllt und jetzt ist der Kampf eigentlich vorbei, zum Glück. Jetzt haben wir nämlich eine absolute Mehrheit, können eigentlich aufsaugen. Ihr seht, wie schön der Ritter, dieser eine Bogenschütze und da hinten der Wyvern noch immer nicht im Kampf drin sind. Also essentiell, wenn ihr mal so eine überlegene Streitmacht habt, jetzt, wo die Untoten nicht mehr so krasse Frontlines bilden, also die drei Skelette, die man ja früher hatte, auf jeden Fall versuchen, sowas wie ein Ablenkungsmittel zu machen. Immer irgendeine Einheit, auch wenn es euch schwerfällt, nach außen schicken, möglichst die auch zwei Hits aushält und die dann einfach opfern. Denn dann könnt ihr wirklich solche Kämpfe, obwohl sie eigentlich fast aussichtslos sind, gewinnen. Ich habe dann nochmal geschnitten, das war jetzt nur noch Aufräumen, an sich war nichts mehr da. Die Nymphen, sobald die beherrscht haben, sind die komplett nutzlos. Sobald die Fernkämpfe wechseln, sind auch diese gesegneten Seelen, die schon recht stark sind mit ihren krassen Heiligfähigkeiten, auch kein Problem mehr. Und dann seht ihr, wie nur noch die Einheiten fliehen und wir es irgendwie geschafft haben, diesen Kampf relativ gut zu überstehen. Ja, das sind die Ergebnisse jetzt. Nochmal zum Kampf, auch noch eine Sache, niemals fliehen lassen. Denkt dran, die KI cheatet eh schon massiv. Guckt euch das Deck an, was die jetzt wieder, diese drei Stacks an, die mitgebracht haben, fast drei. Also so viel T3-Einheiten. Ja, ich habe mich jetzt auch nicht bemüht, sage ich mal, die beste imbarste Strategie zu holen, weil ich einfach gerade so ein bisschen vor mich hin spiele mit der Story. Aber trotzdem, was die halt raushauen, ist natürlich brutal. Und wenn ihr die fliehen lasst, wir haben jetzt einen leider trotzdem fliehen lassen, eine Quälerin, dann werden die auch alle wiederkommen. Die KI kriegt die dann sofort wieder. Zusätzlich baut sie ja pro Runde, sage ich mal, so ein bis eineinhalb bis zwei Stacks nochmal nach. Also müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr da die Einheiten so lange verfolgt, wie ihr könnt. Natürlich werdet ihr niemals oder meistens nicht alle schaffen, also alle schnappen können, aber ihr müsst es versuchen. Wir haben Bronze-Golem verloren, was schade ist. Ja, Musketenschuss haben wir, ihr seht, viel zu viel. Wir haben eine gar nicht gut balancierte Armee, muss ich unbedingt dran arbeiten. Und unser letzter Schlängler-Junge, das heißt, wir haben alle Evolutionseinheiten weg. Das zeigt auch ein bisschen natürlich, wie schwach Evolution dann doch irgendwo ist. Wirklich ausgezeichnete Arbeit. Dafür gebe ich gern 375 Gold aus. Du kannst Mischa von mir grüßen. Er hat recht, das ist wirklich viel wert. Da ist ein Feuerriese dabei. Aber generell, die ganze Armee hat gute Arbeit geleistet. Naja, meine kleinen Artverwandten, die Schlänger sind zwar nicht mehr da, aber ansonsten ist der Tag wohl gut gelaufen. Das heißt, wir können uns eigentlich nochmal ein Schnäpschen gönnen. Aber erstmal will ich wissen, wie denn jetzt die Kröte zu diesem blöden Krieg steht. Na, was sagst du jetzt zum Krieg? Willst du vielleicht Frieden haben oder sollen wir dich komplett zerquetschen? Einfach richtig schön den Boden aufgewischt mit deinen blöden Einheiten. Mehr Stacks hast du ganz sicher nicht mehr zu bieten. Also ich würde dir empfehlen, du wirst einfach unser Vasall und wir vergessen die ganze Geschichte, hä? Denk mal, für 100 Gold werde ich dich annehmen als Vasall, kein Problem. Ich denke, hier unterliegt da einem Irrtum. Ich habe mit meiner algorithmischen Formel errechnet, dass unsere wirtschaftliche Macht höher ist als eure, genauso die militärische Macht. Das not compute, ich error. Ich kann nicht aufgeben, sie mir 1000 Gold geben, dann ich verschonen ihr Leben oder werden sie mein Vasall. Das ist eine akkurate Einschätzung der militärischen Lage momentan. Ende des Programms. Also ganz ehrlich, ich komme mir langsam wirklich vor, als wenn ich nochmal total besoffen wäre. Das ist doch keine Realität hier. Was passiert hier gerade um mich herum? Bin ich wach? Mischa, Makari, könnt ihr mir helfen? Bin ich wach? Ich verstehe einfach nicht, was passiert hier gerade? Eigentlich bezahle ich keine verfluchten 200 Gold, um deine Psychotherapie mit dir zu beginnen. Lass mich in Ruhe. Ja, und falls auch nur ein einziger denkt, dass das eine witzige Übertreibung war, guckt euch an, was sie verlangt. Verhandeln, hinschließen, 1081 Gold und wir dürfen natürlich zu Vasallen werden. Das ist ja klar, das ist durchaus drin, alles andere nicht. Jetzt haben wir aber unseren Vasallen hier. Immer Vasall, ihr seht, spawnt sofort mit einem Stack voller T3-Einheiten. Also nochmal, Vorsicht, wenn ihr Städte von euch aufgebt. Wenn ihr da nämlich dann einen Vasallen entlassen bekommt, dann müsst ihr diesen Vasallen mit diesen Armeen auch noch besiegen. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, wir haben uns ja gerade aufgerieben, relativ. Und das heißt, wir haben keine Streitmächte mehr, um so eine Armee mal eben nebenbei umzuhauen. Deswegen seid immer sehr, sehr vorsichtig, wo ihr Städte aufgebt. Das ist leider in dem Spiel so getan. Dann haben wir unser Siegel verloren, wie ihr gesehen habt.
Ja, leider. Auch eine, finde ich, krasse Armee schon. Aber gut, allerseits, wir sind auch schon in der 56. Runde, muss man sagen. Und wir haben eine Stadt als Vasall freigesessen, deswegen haben wir irgendwie Ruf dazu bekommen, warum auch immer. Wir haben einen Ruhepool erhalten, weil hier ein Ruhepool hier oben war. Das bedeutet, wir haben nochmal einen Ruhepool, bringt uns dabei tatsächlich nicht so viel. Ja, und was ist jetzt der nächste Plan? Ja, wir müssen die Kröte, ihr kennt das Spiel, weil wir eben keinerlei Möglichkeit haben, irgendwie, was ist denn, Frieden zur Tag zu bekommen, müssen wir die Kröte jetzt töten. Das heißt, wir müssen jetzt diesen ganzen Weg hier runtergehen, diese Stadt einnehmen und diese Stadt. Oder halt komplett durchgehen. Dafür muss aber unser Stack oder unsere Stacks müssen dafür stark genug sein. Das heißt, wir müssen so stark sein, dass wir sie auch tatsächlich zermalmen. Ja, sind wir momentan nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal das Siegel holen, gucken, dass wir da irgendwas ablegen. Da habe ich mir jetzt so einen Schlängler nochmal, lasse ich mir nochmal bauen. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie das gebacken kriegen, das Ding dann unten zu halten und ja, die KI zu töten. Aber es wird, kann ich nur nochmal bestätigen oder nochmal unterschreiben, es wird hart, weil halt die KI brutal viel nachpumpen kann. Da können wir halt einfach nicht mithalten. Da können wir noch so sehr hoffen, beten oder sonst was. Das wird nicht funktionieren. Da werden wir andere Wege finden müssen. Ja, wir sind einige Runden weiter. Siegel ist wieder eingenommen. Ich versuche hier gerade so ein bisschen Trash da reinzuballern. Mein bringt nicht, glaube ich, viel, wenn jetzt wirklich die Armee kommt wieder. Währenddessen transformieren wir langsam unsere Armeen zu T3. Was sehr wichtig ist, damit wir eine Stärke gewinnen. Also die Musketenschützen werden durch Kanonen ausgetauscht. Hier oben unsere Hauptarmee habe ich jetzt mit Ferroklax einmal Richtung Eilbären gebracht. Da haben wir auch schon Knochendrachen uns rekrutieren können und noch einen Feuerriesen. Die Schweine teuer, deswegen haben wir auch kein Geld mehr. Wir können aber noch durch die ganzen Kriege, die wir geführt haben, durch die ganzen Schlachten, die wir gekämpft haben, weiterhin Kanonen gut pumpen. Ja, und ihr seht, die Kröte ist nochmal mit einem Stack gekommen, mit zwei Stacks. Gute ist aber, wir kommen hier dran. Also ich weiß nicht, ob die das nicht ganz durchdacht hatte. Aber es kann natürlich sein, dass sie uns einfach auch nicht helfen können. Weiß nicht genau. Irgendwie sieht das nicht so aus, als wenn die uns helfen könnten. Warum auch immer die das nicht können. Eigentlich müssten die uns ja locker helfen können da drin, aber irgendwie nicht möglich. Scheinbar. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das so verläuft jetzt, ne? Also ich bewege jetzt auf jeden Fall mal beide Truppen hin. Und dann gucken wir mal, was wir da so rausballern können. Zum Beispiel hier hingehen. Ah ja doch, dann geht's doch, oder nicht? Nee. Er will nicht mit mir zusammenkämpfen. Warum auch immer nicht. Ist halt wieder etwas, was ich nicht ganz verstehe. Ich meine, das ist ja mein Verbündeter. Er müsste uns ja jetzt auf jeden Fall helfen können. Locker helfen können. Aber nö. Ja, irgendwie nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Wir haben ja unseren ersten Frostdrachen auch, den habe ich jetzt geholt. Ja, aber natürlich jetzt das Problem. Ich hatte eigentlich gedacht, wir hauen jetzt easy weg. Jetzt muss ich überlegen, ob ich angreife, ob ich jetzt warte. Ich wieder so ein bisschen Trial and Error, weil ich weiß nicht genau, wie die KI jetzt reagieren wird. Ich denke mal, dass er sich einfach zurückziehen wird. Ich verstehe nicht, warum wir nicht zusammenkämpfen. Er ist doch mein Verbündeter. So. Das kapiere ich nicht ganz. Warum wir da jetzt hinterherlaufen müssen, wie so Idioten. Ja, das ist manchmal etwas schwierig. Also da möchte man schon manchmal die KI nur noch anschreien und hin und her schütteln. Ich will jetzt einfach mal einen Flüsterstein. Vielleicht einfach auch sie mal ein bisschen halten zu können. Ja gut, geht nicht wegen der Belagerung. Okay, aber ja, müssen wir jetzt mal schauen. Ich will jetzt mal in mich gehen. Ja, ein paar Runden weiter sehen wir folgendes Bild. Und das macht mich nicht gerade glücklich, wenn ich bedenke, dass wir schon 9-6 besiegt haben. Wir sehen auf einem Bildschirm hier nochmal eineinhalb, hier nochmal ein zweites, ein drittes und ein viertes Stacks, also vier und noch ein bisschen was. Und da sind drei Feuerriesen drin. Gut, Ritter sind nicht mehr ganz so viel, glaube ich. Doch hier und, ah ja, da sind auch noch vier Ritter. Ja, das ist auch noch ein, was sehr gut ist natürlich, dass er sich einfach hier geteilt hat. Wir haben da hier so einen tollen Bug oder also eine tolle, weiß nicht, Oversight. Einfach so bescheuert, ich muss einfach ranten. Dass die KI hier belagert und diese KI dann nicht mit mir kämpft. Guck dir das an. Also jetzt würde ich gerne, dass meine KI, das hat nichts mit dem dritten jetzt zu tun. Ich könnte auch sagen, nee, den will ich nicht haben. Er kämpft, meine KI, also mein Verbündeter hier, kämpft nicht mit mir. Ja, also er wird nicht mit mir kämpfen. Also außer ich verpasse hier irgendwas ganz, ganz Elementares, dann ist es einfach so, dass diese KI nicht mit mir kämpfen will. Einfach nicht drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier angreife, wäre dieses Deck ja ideal für mich, um diese Armee einfach zu zerquetschen. Nope, das tut es einfach nicht. Das kann einen wirklich zur Weißglut treiben. Sonst haben wir hinten die Eilbären übernommen mit unserem Haupthelm, mit Ferroklax, weil wir halt diese Mission machen wollten. Haben wir nochmal zwei Eisengolems bekommen. Natürlich ist unser Geld damit und unser Mana auch jetzt langsam wirklich weg. Und wir können auch nicht aufhören zu beschwören oder zu bauen, denn wie ihr seht, wir müssen diese KI-Wellen natürlich überstehen. Und das Problem ist, wir werden
traurig genug, wahrscheinlich verlieren, weil ich diese Einstellung verkackt habe. Denn die Mishara hat 3 Siege und wir kommen da auch nicht hin. Guckt euch an, da oben. Dann hat sie, gut, da hat sie als hier unten, das müsste ja möglich sein. Und das dritte ist auch bei ihr direkt. Also sie hat 2 direkt neben sich. Und da kommen wir nicht mit. Also selbst wenn ich jetzt das zweite einnehme, werde ich sie nicht mehr überholen. Das heißt, ich muss sie angreifen. Dafür muss ich aber erst den Froschmenschen killen. Das ist fast unmöglich. Ich glaube, wir können uns schon mal darauf einstellen, dass das Let's Play und der arme Ferroclax tatsächlich versagen werden. Und ich wüsste nicht, wie wir das noch schnell genug regeln könnten. Ich versuche es natürlich, aber ich sehe wenig Hoffnung. Aber die können wir jetzt mal schnell wegmachen, ist ja klar. Nichts anderes zu erwarten. Jetzt müssen wir nach oben gehen und da gucken, wie es da aussieht. Während natürlich die nächsten Stacks kommen, müssen wir halt einfach, wir müssen pushen. Wir müssen vorangehen und gucken, dass wir irgendwie diese ganze Geschichte beseitigen können. Ansonsten wird das nichts langfristig. Also dann hätten wir sowieso keine Möglichkeit, darunter zu gehen. Können wir nochmal Makari aufleveln, das ist nicht schlecht. Andi, haben wir schon Ausdauertraining, ja. Dann können wir noch Verteidigungstraining nehmen, damit wir einfach mehr Defense haben. Rainer, die Gülden ist jetzt, also wir könnten jetzt versuchen, hier durchzurushen. Zu weit weg, also es geht einfach nicht. Oh, Halleluja, wir haben um den Kampf angefangen. Wir haben keine Verluste, ich habe echt damit gerechnet, dass wir hier das kämpfen müssen. Wir so einen wecklosen Kampf. Aber nee, mussten wir nicht, das ist herrlich. Das spart mir Lebenszeit. Und auch Folgenzeit, denn wir hätten, wenn die uns gesagt hätten, wir hätten irgendwas Dickes verloren, hätte ich euch das natürlich auch noch gezeigt. Aber ist zum Glück nicht der Fall. Hört sich komisch an, aber ja, manche Kämpfe will man einfach dann auch mal nicht kämpfen. Denn dann hat man einfach etwas anderes an Zeit gewonnen. Ja, du kannst einfach nach hier unten laufen. Wir brauchen jetzt keinen Musketenschütz mehr. Wir müssen jetzt auf Kanonen upgraden. Denn wenn wir sehen, was da alles auf uns zukommt, müssen wir auf jeden Fall Upgrades fahren. Wir müssen jetzt langsam auch eigentlich mal viel mehr auf Zauberung pushen. Ich gehe aber auch noch auf einen der imbassen Spells, die es gibt. Also wenn ihr Probleme habt, immer zermalmende Erbe, 60% Chance, dass ihr einen tötet. Wenn das auf Ritter anwendet, die sterben da sehr gerne durch, habt ihr ein richtig schönes Gefühl. Ihr braucht halt nur genug Zauberpunkte und dann einfach zermalmende Erde raushauen. Das heißt auch dann eben den Turm hier ausbauen, damit ihr auch genug Zauberpunkte habt. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, ist aber schon echt wichtig. Da kriegen wir gleich die Zauberpunkte. Wie kriegen wir die nochmal? Durch, ach Gott. Durch die Tomes natürlich, ja. Also ihr wollt einfach die Tomes upgraden. Ich glaube, das kostet mittlerweile 40, also ich glaube 35 könnte auch sein. Also können wir es vielleicht zweimal anwenden. Ist aber natürlich viel mächtiger als so 18 HP heilen oder so, was wir vorher benutzt haben. Deswegen auf jeden Fall ein absoluter Tipp, benutzt zermalmende Erde. Egal, was ihr spielt, zermalmende Erde ist einfach absolut der Weg, wenn ihr schwere KI besiegen wollt. Ja, wir haben vielleicht das einzige Ereignis, was uns überhaupt noch eine Chance gibt, gegen diese 59 von 105 von Mishara anzukommen. Denn die Mishara hat jetzt mit allen Leuten Krieg, also sie hat von jedem den Krieg erklärt bekommen, selbst von dem Verbündeten Leonardo da Magia. Was natürlich dazu führt, dass wir leicht eine Chance haben, die Siege zu brechen. Sie hat auch einen Siegel schon verloren an die Kröte, weil das halt direkt neben ihrer Hauptstadt ist. Problem ist, ich kann mit der Kröte keinen Frieden schließen. Was natürlich jetzt nicht irgendwie cool ist. Das heißt, wir können da jetzt nicht irgendwie irgendwo Kapital ausschlagen, dass wir da Frieden haben und schnell die Siegel einsacken können. Ich versuche hier jetzt das zweite Siegel noch zu schnappen. Wir müssen die halt irgendwie da runterschmeißen. Problem ist halt natürlich, dass wir jetzt gleichzeitig die ganze Zeit von dieser blöden Kröte angegriffen werden und unsere Verbündeten uns hier einfach nicht helfen. Das macht das Ganze natürlich etwas schwieriger. Ich habe jetzt aber überall Portale hingebaut. Vielleicht können wir damit irgendwas reißen. Wir können halt nur einen Außenposten irgendwo hier hinbauen zum Beispiel. Gucken, dass wir am besten so machen, dass wir an ein weiteres Siegel kommen. Aber das sind, guck nicht, wo die sind. Das ist halt nicht spielbar, ne? Also diese zwei Siegel, an die kommen wir nicht ran. Das wird nicht möglich sein. Da müssten wir halt wirklich komplett durch ihre Lande ziehen. Dann müssen wir gegen die Stärkste kämpfen, während uns von der Seite noch die ganze die Krötenmenschen angreifen. Was ein großes Problem darstellt. Ja, und gerade habe ich gesagt, jetzt kriegen wir Handelsangebot. Ich denke, wir werden tatsächlich Frieden schließen können. Jawohl. Und zwar umsonst. Okay, jetzt läuft das Ding wieder. Jetzt müssen wir gucken, was machen die anderen. Wollen die jetzt mit uns irgendwie einen Frieden schließen in dem Sinne? Oder wollen die jetzt nur einmal kurz einen Pack machen? Weil die haben jetzt 1000 Angebote. Halleluja. Und es wäre natürlich ideal, wenn wir jetzt mit denen einfach einen Bündniskrieg würden. Jetzt rein vom Spielerischen her. Natürlich nicht von dem, wir wollen die ganze Welt hier reinigen. Aber es ist nicht anders möglich, dass wir jetzt mit denen Bündnisse eingehen. Denn wenn wir irgendwie die besiegen wollen und nachher auch einen Sieg noch machen wollen, müssen wir schnell das Ganze, ja, wie soll man sagen, umgehen, dass wir Probleme damit bekommen. Ich hatte auch noch eine Waffe kreiert, eine Level 4 Waffe, die würde ich jetzt mir Akari geben. Dann können wir die Level 3 Waffe erstmal austauschen. Das ist ein Level 4 Bogen. Einfach Bogen sind halt immer für dich the way to go, weil man einfach diese 3 Schüsse hat. Die machen schon einiges her.
Und ansonsten würde ich, könnt ihr auch nochmal hier den Bildschirm sehen, was ich gemacht habe, noch einen Belagerungslot dazu. Ich werde jetzt auch den nächsten Belagerungslot dazu nehmen, dass, falls wir jetzt gleich zu den Städten kommen, halt auch da eine gute Chance haben, durchzukommen. Jo, man sieht, was hier auf diesem Siegel stand. Zwei Leute, sieht man, was für eine Gefahr wir alle dargestellt haben für sie, die ja irgendwie vier Siegel schon um sich herum haben. Das ist natürlich schon ein bisschen sehr dreist, kann man schon fast sagen, ein bisschen auch... Und natürlich extrem schwierig, weil sie jetzt hier noch immer zwei Siegel hat. Man sieht es hier nochmal. Diese beiden sind halt direkt neben ihrer Stadt. Das heißt, ich muss eigentlich den Schimmerhof angreifen. Das wäre jetzt unser Ziel. Ich meine, unsere Armeen sind jetzt mittlerweile auch stark geworden. So ist das nicht. Aber wir sind, ich bin nicht zufrieden, sagen wir mal so. Also ich weiß halt mal, also wenn ich jetzt richtig geforscht hätte, ein bisschen präziser, wäre vielleicht besser geworden. Aber so sind wir jetzt nicht unbedingt stark. Können wir jetzt nicht unbedingt irgendwas Dickes reißen. Was natürlich ein bisschen ein Problem darstellt. Naja, aber gut, wir werden es nicht anders machen können. Wir müssen da jetzt vorgehen oder wir geben auf. Ich meine, wir haben jetzt die Kröte hier im Frieden. Von daher sollten wir da vielleicht einfach glücklich sein, dass das funktioniert hat. Trotzdem wird das natürlich extrem schwierig. Wir müssen ja auch das Siegel ja noch irgendwo verteidigen. Oder eben, das ist die andere Option, dass wir mit allen Bündnis machen. Naja, das soll uns aber jetzt in dieser Folge nicht mehr kümmern, denn das ging jetzt schon lang genug mit diesem Kampf wieder. Ja, die Lage ist prekär. Ich weiß nicht, Ferroklax ist da, glaube ich, auch nicht ganz so glücklich mit. Aber naja, wir werden es beim nächsten Mal sehen. Danke fürs Zuschauen.